Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das dem einen leicht fällt, das Lernen, und dem anderen echt schwer? Oder das selbst bei uns selbst, wenn man sagt, okay, manchmal geht das super und manchmal habe ich das Gefühl, ich kriege überhaupt nichts in meinen Kopf rein. Muss man sich fragen, wie funktioniert denn unser Gehirn? Und Wissenschaftler haben mittlerweile herausgefunden, wir werden ja da immer besser, um das Gehirn zu erforschen, wo wir noch ganz weit am Anfang sind, dass wir vor allen Dingen assoziativ denken. Assoziativ heißt, das Gehirn sucht irgendwo etwas, ob es nicht davon, von einem neuen Thema schon mal was gehört hat, ob irgendwo schon was da ist. Und dann wird gesucht und gesucht und wenn jetzt ein neuer Fakt kommt, eine Information, dann wird die dort angeklebt oder angehängt, wie man so will. Also da werden neue Nervenbahnen gebaut und neue Axome, könnte man auch sagen. Aber so tief wollte ich ja gar nicht reingehen, sondern ich will es ja so einfach wie möglich erklären. Und wenn etwas da ist, dann ist das schon ziemlich toll. Ich habe euch mal euer Gehirn mitgebracht. So sieht das aus. Also hier ist unser Wissensnetz. So ist das gemeint. Ja? Vera Birkenbier hat immer gesagt, das ist ein Wissensnetz. So. Und jetzt kommt eine Information und diese Information sieht jetzt so aus. Und die soll jetzt möglichst in diesem Netz sich verfangen, um dass wir uns das merken. So, und jetzt passiert Folgendes. Es hat sich nichts verfangen. Oh, okay. Vielleicht müssen wir nur noch ein zweites Mal werfen. Mal sehen. Vielleicht ist wieder durchgefallen. Es ist nichts hängen geblieben. Also, was ist jetzt die Lösung dazu? Eine Lösung wäre, man bräuchte jetzt eventuell entweder ein feineres Netz, ja, also es ist viel, viel enger gespannt. Das heißt also, wir haben viel mehr Wissen schon mal. Oder aber ich brauche eine Motivation. Das wäre zum Beispiel so eine Information. Die hat jetzt schon so einen kleinen Widerhaken. Wenn ich Glück habe, hätte es sich jetzt verhangen. Hat aber nicht. Es ist nichts hängen geblieben. Wir gucken mal. Vielleicht ist das doch noch nicht so interessant. Ah, das hier ist eine Information. Die ist tatsächlich hängen geblieben. Es ist noch nicht so ganz sicher. Es kann immer noch runterrutschen. Dann habe ich es doch wieder vergessen am Ende. Es ist aber auch eine Möglichkeit, dass ich vielleicht so eine Information habe. Und hier seht ihr, die sind meine goldenen. Da sind drei Widerhaken dran. Und da ist es egal, aus welcher Höhe ich das werfe. Es bleibt einfach hängen. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, ich brauche eine Motivation. Wofür ist das gut? Wie sinnvoll ist das, was ich lerne? Dann kriege ich in meiner Information zwei, drei Widerhaken mehr dazu. Die zweite Möglichkeit ist, ich benutze eine sehr effektive, effiziente Lernmethode. Also zum Beispiel, wo beide Gehirnhälften aktiv sind. Also beispielsweise unsere Almut-Methode, die Gedächtnismethode oder das Visualisieren mit Mindmapping oder wir spielen Lernrallye oder wir machen irgendeine andere Lernmethode, die einfach Spaß macht, die funktioniert. Die dritte Sache ist, ich könnte das Netz ja erweitern. Ich könnte das Netz immer feiner machen. Wie würde das aussehen? Zum Beispiel Erdkunde. Viele sagen im Alter, sagt, oh ja, Erdkunde war ich damals nicht so gut, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo welche Länder liegen und so weiter. Ja, genau das ist es. Die Grundlage des Netzes wäre zum Beispiel Topografie. Also sich anzugucken, wo sind Flüsse, wo sind Gebirge, welche Länder liegen irgendwo, wer liegt aneinander, welche großen Städte gibt es und so weiter. Das wäre, wenn ich das mache, spielerisch natürlich, dann habe ich schon mal ein großes Netz für mein Erdkundewissen. Wenn ich zum Beispiel Chemie habe, dann wäre es vielleicht sinnvoll, sich mit dem Periodensystem zu beschäftigen. Also lernt man vielleicht erstmal ein paar chemische Elemente. Wenn ich Deutsch habe, dann wäre es ganz sinnvoll, wenn ich also Fachbegriffe gelernt habe, wie zum Beispiel eine Gedichtinterpretation geht oder wie Zeitformen heißen oder so etwas. Ja? Das sind so Grundlagen, also sozusagen das Grundgerüst. Und je mehr ich davon habe, desto feiner wird mein Netz und desto leichter scheint das Lernen zu sein. Ja, also ich kann relativ schnell ins Gedächtnisschloss, wenn alles hier hängen bleibt. Also Ziel, goldene Informationen schaffen mit vielen Widerhaken, die dann hängen bleiben oder das Netz einfach ein bisschen enger verknüpfen und vielleicht Lücken füllen. Das können ja auch Lücken dabei sein. Und dann feiern, dass man super gut lernen kann.
In diesem Sinne, herzlichst, euer Jens.